Sind die jetzt eigentlich voll bekloppt und drehen total am Rad? Bewaffnen die sich jetzt etwa bis an die Zähne? Worauf bereiten die sich vor? Auf die Zombie-Apokalypse? Auf den dritten Weltkrieg? Oder einfach nur auf Mexiko und Südamerika? Nein, Leute. Wir haben uns nur einen kleinen Scherz erlaubt. Und warum wir das gemacht haben, das erklären wir euch gleich. Hier in der Tür ist wieder alles beim Alten. Wir haben uns keine Waffen gekauft. Die einzige Waffe, wenn man es so nennen darf, die wir noch dabei haben, ist meine Steinschleuder, die ich irgendwann mal auf Vancouver Island angefangen habe zu schnitzen und jetzt vor ein paar Tagen fertig gemacht habe. Zur Verteidigung haben wir theoretisch noch unser Bärenspray. Ich glaube allerdings nicht, dass wir das jemals brauchen werden. Das hatten wir uns damals in Alaska gekauft, um uns vor Bären zu schützen. Ja. Ja, solche Kommentare werden mit Sicherheit von den einen oder anderen von euch gekommen sein. Ich denke aber mal, die meisten von euch werden diesen schlechten Witz, den wir uns erlaubt haben, verstanden haben und richtig interpretiert haben. Und vielleicht könnt ihr euch auch schon denken, warum wir uns diesen Joke erlaubt haben, der übrigens gar nicht auf unserem Mist gewachsen ist, ja, sondern eigentlich auf Tanners Mist. Der hat halt unsere coolen Werkzeuge in der Tür gesehen und meinte, boah, geil, die müssen wir unbedingt durch Knarren austauschen, das sähe bestimmt voll geil aus. Und ich habe mir halt so gedacht, ja, das könnte man bestimmt in das Schlussvideo einbauen und das haben wir dann gemacht. Und ich habe ja sogar gesagt, manche werden das bestimmt gar nicht gesehen haben, gar nicht darauf geachtet haben, weil warum sollte man auf die Tür gucken? Dann guckt ihr auf die Person, die gerade redet. Also ich denke schon, die meisten von euch werden es gesehen haben in dem letzten Video. Ansonsten hier ist nochmal das Video verlinkt, falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch mal an oder wenn euch die Reparatur nicht interessiert, dann spult ruhig vor bis zum Schluss, damit ihr seht, worüber wir gerade reden. Und ja, wir sind seit einer Woche, seitdem wir dieses Video hochgeladen haben, sitzen wir jetzt hier am Strand ohne Internet. Das heißt, wir haben keine Ahnung, was ihr eigentlich in die Kommentare geschrieben habt. Ja, und das einzige Problem, was wir jetzt hier noch haben in Mexiko, sind Bienen. Bienen und Fliegen. Ja. Wir sind umzingelt von Bienen. Ich meine, im Grunde haben wir nichts gegen Bienen, aber wenn die so en masse kommen, wie sie hier gerade sind, nervt dann das. Nervt es schon ein bisschen. Ja. Ja, der eine oder andere wird mit Sicherheit auch gefragt haben, ob wir uns etwa für Mexiko vorbereiten. Nein, Leute, machen wir nicht. Trotz der ganzen schlechten Einflüsse, die wir bekommen haben von den Südstaatlern der USA und von einigen anderen, wie gefährlich doch Mexiko sei und bla bla bla, pipapo, Leute werden erschossen, dies, das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte von dem ganzen Mist absolut überhaupt nichts. Nee. Wir fühlen uns sicher in Mexiko. Wir hatten auch nie Angst vor Mexiko. Wir haben uns immer gefreut. Es ist halt eine andere Art zu reisen hier. Man muss schon ein bisschen umsichtiger reisen. Das heißt, auf jeden Fall nicht mehr nachts fahren und gewisse Städte oder Regionen meiden. Man muss ein bisschen lernen, mit der Korruption der Polizei, die es ja nun tatsächlich gibt, umzugehen und so weiter. Aber das sind halt alles Dinge, mit denen man klarkommen kann oder klarkommen muss und auch klarkommen kann. Und es sollte eigentlich kein Problem sein, wenn man sich an ein paar Regeln hält. Deswegen, ja, also nein, wir haben uns keine Waffen gekauft, um uns für Mexiko vorzubereiten. Ganz egal, was der alte Donald so von sich gelassen hat. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall möchten wir euch jetzt gerne noch das Video zeigen, was wir sonst noch alles mit dem Tanner erlebt haben. Unter anderem das mit den Waffen schießen möchten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und außerdem wollen wir euch noch zeigen, ob es überhaupt möglich wäre, als Ausländer in den USA Waffen zu kaufen. Ja, also dann würde ich mal sagen, viel Spaß bei dem Video und bis gleich nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Dino Adventure. Wir sind immer noch beim Tanner in der Garage. Eigentlich wollten wir morgen schon fahren, der Dino ist ja fertig, Dino ist abfahrbereit. Aber wie es aussieht, bleiben wir noch zwei Tage hier. Heute gehen wir nämlich zum Beispiel fliegen mit dem Tanner. Der Tanner hat uns eingeladen zu fliegen. Ich glaube, Steffi möchte gar nicht. Nein, ich möchte nicht. Ich habe das schon kommuniziert. Mit ihr. Wir sind zwar ein klein bisschen über dem Weight Limit, aber er sagt, das passt schon. Ich vertraue ihm da mal.
Wird Tontauben geschossen. Das wollte ich schon immer mal machen. Can we just go right down here off perfect and shoot that way? Yeah. Perfect. Yeah. So, die drei bauen ihr Equipment auf und ich baue mein Equipment auf. Is that yours, Cameron? This is mine. Bushmaster. That's the one I was telling you Cameron built for a senior project. Chiapra. Angekommen bei Cabelas. Der gute Tanner hat uns jetzt sein Auto geliehen hier und
Wir waren die ganze Zeit am Überlegen, wie wir das irgendwie wieder gut machen können, wie der uns die ganze Zeit hilft und unterstützt. Und eigentlich will der gar nichts dafür haben und der macht das einfach nur so aus gutem Willen irgendwie so. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall wollen wir irgendwie dem Tenner das wieder gut machen. Und da die wegen ihrer Religion kein Alkohol trinken, haben wir gedacht, das Einzige, womit wir den Tenner vielleicht glücklich machen könnten, wäre Munition. Wir waren ja gestern mit dem Schießen und da kam uns dann die Idee, Munition ist was, was er gut gebrauchen könnte. Deswegen stehen wir jetzt hier vor Cabela's und die verkaufen Waffen und Munition. Wir als Ausländer sind nicht dazu berechtigt, Waffen zu kaufen. Munition allerdings ist für jeden hier erhältlich. Deswegen gehen wir dem Tenner jetzt ein bisschen Munition kaufen. Keine Ahnung. Also wir sind hier gerade im Munitionsregal und müssen erstmal herausfinden, was wir überhaupt für eine Munition verschossen haben. Aber der Tenner hat zum Glück in dem Pickup, den er uns geliehen hat, hinten drin die ganzen leeren Packungen liegen gehabt. Und jetzt gucken wir gerade mal hier, Alter, das ist so krass viel Auswahl. Ja. Guckt euch das mal an. Allein das hier alles ist Schrotflintenmunition. Ich komme mir voll kriminell vor, hier so Munition zu kaufen. Als wäre das so voll das Normalste der Welt. Als würden wir hier gerade nach Tomaten oder so suchen im Einkaufsladen. Das wäre es voll normal. Die Leute laufen hier auch mit den Einkaufswagen durch und Yes, we just were shooting with a friend and wanted to give him some ammunition back. So. Oh, okay. Ich komme mir gerade schon ein bisschen komisch vor mit so einem Einkaufswagen voll Munition hier. Und ein paar Angelhaken sind auch noch dabei. Aber die sind für mich. Ja, die lockeren Waffengesetze der USA, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema für sich, wo die Meinungen vieler natürlich stark bei auseinandergehen. Ich bin da relativ neutral zu eingestellt, weil ich irgendwo beide Seiten verstehen kann. Die einen, die natürlich gegen die Waffen sind, kann, glaube ich, jeder irgendwo nachvollziehen, warum die Leute auch gegen die Waffen sind. Auf der anderen Seite war das nun mal in den USA irgendwie schon immer so, dass Waffen legal waren. Die Leute haben jetzt ihre Waffen und was die Leute dann dazu jetzt sagen ist, klar, wenn das jetzt verboten werden würde, dann würden wir die Waffen abgeben. Trotzdem sind noch viel zu viele Waffen im Umlauf, die nicht eingezogen werden könnten. Und jeder Kriminelle gibt natürlich nicht freiwillig seine Waffe ab. Und da, finde ich, haben die Leute dann auch wieder recht. Warum sollen wir, die doch legal unterwegs sind und nichts Böses anstellen mit den Waffen, unsere Waffen abgeben? Die Kriminellen tun es sowieso nicht. Ja. Und irgendwie gehört das ja auch ein bisschen dazu in Amerika mit den Waffen, man kennt das nun mal so. Ich war eigentlich eher so der Meinung, ich brauche keine Waffe, ich möchte auch niemals schießen, weil ich hatte immer Respekt davor, vielleicht sogar auch ein bisschen Angst. Und da waren wir halt mit den Jungs da draußen und die haben halt dann gesagt, du kannst nicht in Amerika gewesen sein, ohne einmal geschossen zu haben. Da dachte ich mir, ja, irgendwie haben sie recht, ich kann es ja mal versuchen. Und es hat dann auch Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber ich bräuchte es jetzt einfach nicht nochmal. Also es hat Spaß gemacht. Aber, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir keinen Spaß gemacht hätte. Natürlich hat es mir Spaß gemacht. Das ist aber ja auch in Ordnung. Ich brauche das jetzt auch nicht jede Woche und ich brauche es auch nicht jeden Monat. Und ich glaube, euch sollte klar sein, dass wir natürlich keine Waffen gekauft haben und auch niemals vorhatten, irgendwelche Schusswaffen zu kaufen. Selbst wenn ich ein bisschen Spaß daran habe. Ja. 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 Dann nimmt es uns nicht übel und wir würden sagen, stop dreaming. Start planning. Lasst uns einen Daumen dafür das Video. Schreibt etwas in die Kommentare. Und abonniert auf keinen Fall diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.